Zombie Apocalypse. Und damit herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem neuen Let's Play bei mir auf dem Kanal. Wir schauen uns zusammen A Plague Tale: Innocence an, einem Mittelalterspiel, bei dem es darum geht, ein Geschwisterpaar durch diese düstere, dunkle Welt zu leiten. Und Ratten werden definitiv eine große Rolle spielen. Dieses Let's Play wird immer am Wochenende erscheinen. Es werden dafür längere Parts sein. Ich werde so um die 45 Minuten bis eine Stunde diese Parts groß machen. Und es wurde ein zweiter Teil angekündigt. Und da dachte ich mir, naja, wir schauen uns den ersten Teil dazu nochmal an. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir beginnen mit einem neuen Spiel. Wir schauen mal hier. Das lassen wir alles soweit. Wir können uns jetzt ein Familienwappen aussuchen. Ich würde sagen, wir nehmen das rechte hier. Und dann starten wir dieses wunderschöne und etwas gruselige Spiel. Das Erbe der Deruns. Erstes Kapitel wahrscheinlich. Königreich, Frankreich. Wie willst du denn den Herrscher? November 1348. Hast du keine Pläne für mich? Ich soll folgen. Ich werde voranreiten und sie Staub schlucken lassen. Aber dafür brauche ich ein gutes Pferd. Du drängst mich schon so lange zu diesem Spaziergang. Warum hier? Der Baum. Welcher Baum? Der Apfelbaum, Vater. Ich möchte die Ritterprüfung nochmal absolvieren. Den Ritterschlag. Aber du bist keine 10 Jahre mehr, Amicia. Oh, bitte, Vater. Ich habe mich gut darauf vorbereitet. In Ordnung. Dann mal los. Okay, wir spielen also Amicia, die mit ihrem Vater hier in diesem Wald wahrscheinlich spazieren geht. Sieh dir mal Leon an. Das Raubtier aus Gallien strotzt vor Kampfeslust. Ja, das stimmt. Was für ein cooler Hund. Oh mein Gott. Die Steuerung ist ganz schön empfindlich. Vorsicht, Fräulein. Los, Leon, du wirst Beute finden. Ich glaube an dich. Mach dir keine allzu großen Hoffnungen. Lass uns weitergehen. Okay, wir gehen weiter. Dieser Wald sieht einfach fantastisch aus, oder? Wow. Sieh mal, die Schleife deiner Mutter ist immer noch da. Hier habe ich ihr den Hof gemacht. Ja, Vater. Ich weiß. Wenn sie doch nur mitkommen könnte. Also wir spielen Amicia. Du weißt, in einer Familie... Hey, ich versuche dir etwas zu sagen. Welch große Autorität, Ritter Derun. Na los, und bring zur Abwechslung mal etwas zurück. Also, wo war ich gerade? Wir alle haben Verpflichtungen. Ich verwalte diese Ländereien. Deine Mutter kümmert sich um deinen Bruder. Und du? Ich bekomme dich kaum zu Gesicht. Von Mutter ganz zu schweigen. Hör mal. Jetzt sind wir doch zusammen. Folge mir, Töchterchen. Hey, warte. Ich hoffe, du hast die Schleuder dabei. Natürlich. Okay, wir haben scheinbar eine... Also dann. Steinschleuder. Wagst du es, das Tor der Prüfung zu durchschreiten? Natürlich. Amicia Derun kennt keine Angst. Die
Dieser Apfelbaum wurde zu deiner Geburt gepflanzt. Er wird zeigen, was in dir steckt. Werter Ritter, wie lauten die Regeln der Prüfung? Die heiligen Äpfel des heiligen Apfelbaums wurden vom großen Bösen verdorben. Wenn du 6 der verdorbenen Äpfel zerstörst, bis ich bis 10 gezählt habe, schlage ich dich zur Ritterin. Ach, Herr Jemini. Ich nehme die Herausforderung an. Okay. Da drüben neben dem Stamm liegen ein paar Steine. Hol sie und gib mir Bescheid, wenn du bereit bist. Oh mein Gott. Na gut, dann sammeln wir mal ein paar Steine ein. Wie viel haben wir denn? 6 Stück? Ich beweise dir, dass ich kein Kind mehr bin. Okay. Dann zurück. Stell dich hinter diesen Stamm. Mach ich. Wirst du schießen. So okay. Soll es sein. So, halte L2 gedrückt, um mit der Schleuder zu zielen. Okay. Halte R2 gedrückt, um die Schussbereit zu machen und lass wieder los, um zu schießen. Aha, okay. Dann wollen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5. Weiter so, Amicia. 6. Ja, das klappt schon. 8. Und so wurde aus Amicia eine wahre Ritterin. Da. Alles geschafft, oder? Ich bin wirklich beeindruckt. Na, das ist doch schon mal schön, Papa. Aber deine Schleuder ist schrecklich laut. Er war ein Geschenk. Von dir. Oh ja, hatte ich fast vergessen. Okay. Meine Güte, was hat er denn? Er hat wohl einen Hasen gerochen. Hundi, bleib mal hier. Schnell. Lauf schon vor. Ich komme nach. Du bist viel schneller als ich. Okay. Ducken. Können wir uns auch. Sehr schön. Und R2 zum Rennen halten. Leon! Aha. Warte auf mich! Okay, X zum Springen. R2 zum Schnellrennen. Okay, wir müssen unserem Hund, die Hundi, folgen. Irgendwas hat der gewittert. Darf seinem Jäger nicht davonlaufen. Nee, das wäre nicht so gut. Leon. Oh Mann. Ich hoffe doch mal, dass wir den einkriegen. Was hast du gefunden? Was hast du gefunden? Bleib bei mir, bitte. Was hast du gewittert? Lieber Himmel, ein Wildschwein. Braver Hund. Okay. Hat er was gefunden? Ein Wildschwein. Sieh mal, ein Wildschwein. Schöne Beute. Das reicht für ein kleines Festessen. Na dann. Ich meine Schleuder. Das könnte funktionieren. Okay. Aber du musst näher ran. Bleib unten und versteck dich im Gras. Okay. Es trinkt. Geduckt habe ich mich schon. So, dann schleichen wir uns mal an das junge Wildschwein ran. Ah, Mist. Ziel auf seinen Kopf. Wie weit soll ich mich denn noch anschleichen hier? Nehmen wir mal ein paar Steine mit. Okay, wo ist das Wildschwein? Vorsicht! Du musst auf den Kopf zielen. Ich versuch's ja. Ich will den Braten auch. Ich weiß. Du schaffst das, meine Kleine. Da bist du ja. Dug dich ins Gras. Runter. Ich bin unten und ich bin noch im Gras. Mal gucken, dass ich hier irgendwie den... Oh, ich muss... Okay... Hat das geklappt? Der Hunger immer so genau zielen. Ich habe zumindest einen Kopf getroffen, ne? Der Braten ist dir doch noch nicht serviert. Nein, nein, nein! Schnell, Leon! Nicht die Spur verlieren! Ah, wir machen mit einer Schleuder Jagd auf Wildschweine. Na gut. Heute Abend speisen wir wie Könige, das verspreche ich. Daran zweifle ich natürlich nicht. Naja, ich muss auch das Wildschwein... Aufgeben, Leon! Du musst ja das Wildschwein finden, ne? Wenn du es aufhältst, bekommst du auch ein schönes Stück. Okay, dort ist Wasser, da kann ich wahrscheinlich nicht lang. Das Wildschwein. Es blutet. Okay. Die Frage ist natürlich, wo ist das hingerannt? Er muss es gefunden haben. Ah ja, hoffentlich ist unserem Hund nicht nichts passiert. Ach du Scheiße. Das wird Ärger geben. Hier sind überall Fliegen, das ist ja noch ekliger. Einmal ducken bitte. Nee, das ist ausweichen, das ist ducken. Okay. Hallo? Duck dich.
Mein Gott, das sieht echt schlimm aus hier. Ach du Scheiße. Aber das kann nicht sein. Das bestimmt nicht. Leon, komm her. Oh mein Gott, was passiert mit unserem Hund? Leon, ich bin hier. Ich komme. Komm schon, du kannst ein bisschen schneller ran. Das sind Steine, die ich hier auswählen kann. Oh mein Gott. Was ist mit unserem Hund passiert? Naja, es gibt hier wahrscheinlich eine riesengroße Rattenplage, oder? Darum geht es ja auch in dem Spiel. Was ist das für eine Teufelei? Wir müssen weg. Sofort! Komm schon. A Blacktail Innocence. Tja. Ratten waren im Mittelalter sehr, sehr gefährlich. Aber was es mit diesen Ratten hier auf sich hat, werden wir im Laufe des LPs wahrscheinlich erfahren. Ich werde eine Jagd organisieren. Geh zu deiner Mutter. Ich muss mit ihr sprechen. Sie kümmert sich. Ganz sicher um Hugo. Ja, natürlich. Okay, wir müssen unsere Mutter suchen. Er war ein guter Hund. Oh Mann, das fängt ja schon wieder traurig an. Suche Beatrice in Hugos Zimmer. Hast du gehört, dass die englischen Truppen unterwegs sind? Kann ich mit euch sprechen? Nee. Seid gegrüßt, Mademoiselle Amicia. Oh, Schweinchen, hallo. Oh mein Gott, die Stolz. Mademoiselle Amicia, wie war der Spaziergang? Später, Flor. Sag den anderen, dass sie vorerst nicht in den Wald gehen sollen. Die Engländer. Ja, ich werde es ihnen sagen. Okay. Muss man nur schauen, dass wir irgendwo... Was ist das denn hier, ein Wappen? Kann ich mit dir sprechen? Nein, das geht leider nicht. Oh, was ist das hier? Kann ich ja beten? Nimm Leon zu dir, bitte. Er verdient einen Platz an deiner Seite, auch wenn er manchmal ziemlich frech ist. Ich hoffe, du hast ihn nicht wegen mir bestraft. Oh Mann. Die haben sogar eine eigene Kirche hier. Okay, wir sollen aber immer noch unsere Mutter finden. Hoffentlich ist Mutter nicht zu beschäftigt. Das gute Wetter wird sich nicht halten. Der Regen hat schon die Ernte ruiniert. Müssen wir uns denn jetzt umschauen hier? Wir haben Glück. Kann ich durch die Tür gehen oder muss ich durch die Türen, die offen sind? Ah, hier komme ich nicht weiter, okay. Ach, Gabrielle, ist Mutter oben? Ja, sie war die ganze Nacht oben. Der Kleine hatte wieder einen seiner Anfälle. Sie wird sicher keine gute Laune haben. Aber ich muss trotzdem erstmal zu unserer Mutter. Okay, unser Wappen. Es gibt hier auch einiges an Gegenständen zu finden. Ich werde jetzt nicht zu 100% alles absuchen. Das, was wir finden, finden wir. Und das, was wir nicht finden, finden wir nicht. Passiert ist? Leute wurden gebissen, sogar Kinder. Ist das zu glauben? Es geschieht immer nachts. Als wären Hunger und Krieg nicht genug. Jetzt auch noch Vampire. Okay, was kann ich hier oben machen? Ich bin in der Küche. Hier kann ich nichts nehmen. Hier kann ich nichts nehmen. Hier ist aber irgendwas. Zimt. Ich hatte diesen Geruch fast vergessen. Gut, dass sie ihn versteckt haben. Vater hätte ihn für jedes Gericht benutzt. Okay, ich kann hier Karteninformationen anzeigen, wenn ich hier... Schaue, okay, Gewürzkodex. 26 Sachen gibt es zu finden. Na gut, wie gesagt, wir werden, glaube ich, nicht alle finden. Ich schaue mich so um, wie ich das für richtig halte und... Dieser Duft wärmt mir das Herz. Wir werden sehen, was uns hier alles erwartet in dem Spiel. Wir wollen ja die Geschichte genießen. Oh, Mademoiselle Amicia, ich habe euch gar nicht gesehen. Hallo, guten Tag. So... Dort sind wir reingekommen, wir sollen zu unserer Mutter gehen, die wahrscheinlich oben in
dem Zimmer von unserem Bruder ist. Ja, Madame Beatrice, ich mach das. Louise, warst du bei meiner Mutter? In der Tat. Möchtet ihr sie sehen? Es ist wichtig. Anweisung von Vater. Gut, in dem Fall, ich muss euer Zimmer noch richten. Ich habe euch übrigens etwas aufs Bett gelegt. Seht es euch an, wenn ihr mögt. Oh, danke. Okay. Also müssen wir erstmal in unser Zimmer gehen. Was hast du uns denn hier hingelegt? Das Deckchen, das Mutter für mich gemacht hat, als ich noch klein war. Mhm. Ich habe es überall gesucht. Danke, Louise. Okay, was haben wir hier noch für ein Zimmer? Pass gut darauf auf. Ist das etwa das Zimmer unseres Bruders? Nein. Okay, wir müssen wahrscheinlich dort an die Tür klopfen. Na, dann wollen wir mal zu unserer Mutter gehen. Mutter? Du sollst hier doch nicht hereinkommen. Ja, aber etwas hat Leon im Wald angegriffen. Ich würde mir deine Abenteuergeschichten wirklich gerne anhören, doch... Aber es ist wahr. Leon lag winselnd am Boden und dann wurde er... Psst. Bleib hier, bei deinem Bruder. Was? Warum? Was geschieht hier? Schließ die Tür hinter mir und öffne nicht die Fensterläden, egal was geschieht. Aber Hugo... Er ist nicht ansteckend. Ich weiß, du kennst ihn kaum. Aber das macht nichts. Vertrau mir, Amicia. Ja, Mutter. Jetzt sollen wir uns wohl um unseren kleinen Bruder kümmern. Okay. Wo ist Hugo? Er wird in seinem Zimmer sein. Das ist das Zimmer unserer Mutter. All diese Tränke. Mutter, wirst du ihn jemals heilen können? Tja, was hat aber unser Bruder? Das ist die Frage. Mama! Wie lange ist er schon hier? 4 Jahre? 5? Mama, wo ist er? Hugo? Ja, der ist bestimmt hier dahinter, ne? Aber ich würde erstmal gerne hier durchgehen. Verschlossen. Okay. Hier vorne war aber auch noch eine Tür. Schauen wir mal, ob wir hier reinkommen oder ob die auch verschlossen ist. Ja. Auch verschlossen. Gut, dann würde ich mal sagen, dass der kleine Fratz hier dahinter ist, ne? Ich bin's. Deine Schwester? Amicia. Hallo. Wir kennen uns nicht so gut. Mama wird bald zurück sein. Los, mach schon. Was passiert hier? Hat er gesungen? Nein, Señor Nicolas. Er hat 2 Männer getötet. Wo ist er? Zum letzten Mal. Wo ist euer Sohn? In guten Händen. Durchsucht das Haus. Oh mein Gott. Erst unser Hund, jetzt unser Vater. Komm schon, Kleiner, wir müssen weg. Hugo, komm her. Was ist denn? Psst. Verlasse das Haus. Okay. Oh mein Gott, wir müssen los, weg hier. Jetzt! Los, Mama! Shh. Hugo, ich bin's, Gabriel. Komm schnell her. Hey du, was zum Teufel treibst du da? Na los. Wo ist der Kleine, hä? Oh shit, wir müssen weg. Oh shit. Das wird dich lehren. Oh mein Gott. Ich flehe euch
Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Okay, der geht weiter. Wir müssen nach unten, wir müssen das Haus verlassen. Die töten alle, die hier... die sich ihnen in den Weg stellen. Was ist hier los? Mutter. Ich muss Mutter finden. Sie wird es wissen. Okay, okay, okay. Kommen wir da durch? Das ist wahrscheinlich... Luis! Macht es dir etwa Spaß, mich so durch die Gegend zu scheuchen? Scheiße. Bitte. Alter, eigentlich haben wir... Wir müssen weiter. Nicht hinsehen. Oh Gott. Aber die sehen uns doch hier, oder? Wir müssen hier raus, wir müssen hier raus, wir müssen hier raus. Gott. Ich weiß nicht, ob ich hier rennen kann. Da kommen wir aber nicht raus, ne? Ich glaube, das könnte... Oh, Scheiße, kommen wir hier raus? Kommen wir hier raus? Komm schon, Amicia. Oh shit. Wen haben wir denn da? Wo wollt ihr zwei denn hin? Aua. Okay, unsere Mutter. Bringst du uns jetzt hier raus? Aber ich fürchte fast, dass unsere Mutter sich auch opfern wird, beziehungsweise, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass sie überlebt. Geschieht hier. Wir müssen hier auf jeden Fall weg. Das ist erstmal ganz, ganz wichtig. Alles wird gut. Hört ihr? Kommt mit mir. Okay, wir kommen mit dir. Aber weißt du auch, wo du hingehst? Hugo, nimm die Hand deiner Schwester. Ich gehe zuerst und ihr folgt mir einfach. Verstanden? Na dann. Durch die Gärten. Amicia, nimm deinen Bruder an die Hand und folge mir. Leise, ja? Ja, ja. Wachen, versperrt die Ausgänge. Okay. Sie sind überall. Vertraut mir. Durch das Gras, da können sie uns nicht sehen. Wartet, Mama. Okay. Also wir sind definitiv leise. Oh mein Gott, hoffentlich sehen die uns wirklich nicht hier. Hey, ich hab noch einen. Scheiße. Der Gärtner kennt die Familie gut. Sagt, dass er die Kinder hat aufwachsen sehen. Ja, der Kleine liebt Blumen. Ich habe ihm oft welche gebracht. Komm schon, wir müssen weg hier. Hat geklappt. Versteckt euch. Bleibt sicher, dass er alles erzählt, was er weiß. Sie sind meine eigene Familie. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Ach, wirklich? Du zuerst. Ach, shit. Okay, jetzt kümmert er sich wahrscheinlich um den Linken hier hinten. Jetzt. Und du? Stirb nicht, bevor du mit mir geredet hast. Die sind so fies, das ist so gemein. Bastarde. Oh, Feiglinge. Wir müssen hier hoch, Amicia. Hilf ihm. Okay. Ich helfe dir hoch. In Ordnung? Na gut. Komm schon, Hugo. Mach dich da hoch, ich komm hinterher. Ein Freund der Inquisition. Obwohl ein kleiner Junge und ein paar Bauern. Wie lange kann das dauern? Sag uns, was du weißt. Vorsicht. Erstmal Steine nehmen. Wir müssen hier weg. Wenn ich auf die Helme in der Kiste dort ziele. Deine Schleuder wird uns noch verraten. Ich kann es ohne Schleuder versuchen. Okay, halt L1 gedrückt. Ah, mit L1 kann ich so werfen. Was war das für ein Geräusch? Okay. Einmal abgelenkt. Sehr schön. Also an so einer Helmkisten kann ich die Wachen ab... Au, mein Kopf! Kann ich die Wachen ablenken. Was hat er denn? Seine Krankheit ist ausgebrochen. Wir müssen uns beeilen. Erstmal noch ein paar Steinchen mitnehmen. Okay, wo jetzt denn, Mutter? Okay, achte auf die Umgebung. Mutter, warum? Was wollen Sie von ihm? Das erkläre ich dir später. Zuerst müssen wir hier weg. Okay. Gehen wir. Ich sehe nach.
Sei vorsichtig, man weiß ja nie. Wir schleichen uns erstmal hier hinten vorbei. Gut, das hat bis jetzt ja alles ganz gut geklappt und ich bin noch nicht gestorben. Wo müssen wir hin, wo müssen wir hin? Wir kommen nicht weiter. Mutter, wir könnten vielleicht einen Topf werfen. Meinst du? Das Geräusch wird ihn ablenken. Dann schleichen wir uns vorbei. Na schön. Ja, eins gedrückt, Topf, und dann kann ich den wahrscheinlich dorthin schmeißen, ne? Mann, was war denn das? Okay, ich kann nur einen Topf mitnehmen. Los jetzt. Okay, ein Topf und ich muss... Alles wird gut, Hugo. So, jetzt schnell hier raus. Komm schon. Mutter, da ist ein Loch in der Mauer. Ja, Hugo, es tut mir leid. Ich weiß, du hast Angst. Aber wenn du dahin durchkriechst, kannst du die Tür für uns öffnen. Wir passen da nicht durch. Was liegt dahinter? Konzentriere dich auf die Tür. Du bist ein tapferer Junge. Das hast du schon oft bewiesen. Amicia wird dich loslassen und du kriechst hindurch. Verstanden? Ist gut. Okay. Nur Mut. Na dann, Hugo, mach mal. Mach uns mal hier die Tür auf, damit wir hier weiterkommen. Oh Gott, es regnet. Da ist jemand. Nimm meine Hand. Los. Okay, weiter geht's. Ab durch die Apfelbäume. Warte. Scheiße. Gnade winselt, läuft auch nicht schneller, Junge. Auch noch mit Fackeln jetzt, na großartig. Kommt mit. Okay. Wir folgen dir einfach. Wenn du sagst, hier durch ist es sicher, dann rennen wir hier einfach hier durch. Komm schon. Warte, ich komme. Okay, er klettert alleine durch. Tut mir leid, ich... Au, mein Kopf! Mama! Was ist los mit ihm? Sag schon! Ein Anfall. Hör auf meine Stimme, Hugo. Du weißt, was zu tun ist. Meine Augen, mein Kopf! Was ist mit dem Jungen? Was ist mit unserem Bruder? Okay, wo muss man hin? Gib mir deine Hand, komm. Du kannst herkommen. Ja. Okay. So. Komm schon, Hugo, ich muss dir helfen. Hopp, so geht das. Danke. So, jetzt nimm wieder meine Hand. Sehr gut. Okay, dann ab hier ins Gras. Gut, dann weiter. Langsamer als wir. Da drüben sind Töpfe. Ich könnte hinüber und sie ablenken. Allein? Ja, dann habt ihr mehr Zeit. Hm. Ihr müsst warten auf mein Signal. Aber sei vorsichtig. Was war das? Da drüben. Hey, halt! Schön hier bleiben. Oh oh. Ich glaube, das war nicht so prickelnd hier. Oh mein Gott, hoffentlich suchen die nicht. Ah, ich habe aber, glaube ich, noch Töpfe. Aber wo soll ich die... Wo soll ich die hinpacken? Okay, der sucht mich zumindest erstmal nicht wieder. Bis wohin gehst du? Komm schon, verschwinde. Gut, Ziel. Mutter und Hugo brauchen Zeit, um durchzukommen. Ich muss ihnen Bescheid geben. Sehen wir nach. Psst, kommt her. Wir kommen. Komm schon, beeilt euch. Los, beeilt euch. Gut gemacht. Okay, kriege ich vielleicht den Topf sogar noch? Ne, ich habe alles voll an Töpfen. Okay. Mutter, warte, ich folge dir. Huh, also das war echt knapp jetzt. Das Gartentor. Hier sollten wir rauskommen. Da ist noch eine Wache. Vogelscheuche. Die habe ich oft für Zielübungen verwendet. Aber er wird hier entlang kommen. Ja, aber wir können warten, bis er wieder weg ist. Gut, überlass das mir. Okay, also ein Stein.
von da drüben. Ja, ja, alles gut, alles gut. Ich muss nur aufpassen, wo meine Mutter langläuft, ne? Komm schon, verschwinde, verschwinde. Geh zurück, damit wir hier wegkommen. Nicht zu berichten. Na los. Komm schon, verschwinde. Okay, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher. Ich kann auch schneller rennen, aber ich glaube, dann hören die uns. Wir müssen hier relativ leise sein. Ihr lebt. Hier entlang. Hier entlang. Folgt mir. Oha, das geht nicht gut, oder? Das wird nicht gut gehen. Mein Schatz. Los, versteck dich. Schnell. Mann, warum rennt er jetzt alleine? Nicht gut. Shit. Madame, Sie kommen. Alicia, du musst deinen Bruder zu Laurentius bringen. Dem Doktor? Ja, er half mir mit Hugo. Er wird sich um euch kümmern. Und was ist mit dir? Du musst mitkommen. Du brauchst mich nicht, Amicia. Du bist doch. Ich brauch dich. Ich brauch dich. Oh mein Gott, jetzt stirbt doch noch unsere Mutter. Oh mein Gott. Ich glaube, unsere Mutter ist auch tot. Hugo, komm mit, schnell. Okay, auf geht's. Dann wollen wir mal. Was ist los? Wo ist Mama? Gott, komm schon, renne, renne, die schießen auf uns. Lauf, so schnell du kannst. Die Erde bebt. Die Erde bebt, was ist das? Oh, Hilfe. Wir müssen hier entkommen, wir müssen entkommen. Oh Mann. Tja, wir müssen weg, wir müssen zum Fluss. Oh Gott, warum bebt die Erde hier? Ich weiß ja, warum die Erde bebt, aber da würde ich ja jetzt spoilern, ne? Aber, oh Gott, nicht gegen den Baum rennen, wir müssen hier weg. Denn unter der Erde befinden sich die Ratten, die dann irgendwann ausbrechen werden und über das Land hier herfallen. Komm schon, komm schon, komm schon, ab in den Fluss. Holdo, ja, springt. Boah. Hui. Kapitel 2. Die Fremden. Oh shit. Ja, es war schon ein richtig geiler Anfang. Und wenn das Spiel so weitergeht, werden wir eine wunderbare Geschichte erleben, Leute. Puh. Ich hoffe doch mal, dass beide überleben. So, Kapitel 2. Alicia ist immerhin schon aus dem Fluss und Hugo hat es auch geschafft. Okay. Dort sollte uns jemand helfen können, Laurentius zu finden. Na, hoffentlich. Ihr habt gerade beide Eltern verloren. Du musst jetzt auf deinen Bruder aufpassen. Huh. Hugo? Das wird Mama nicht gefallen, dass ich ins Wasser gefallen bin. Dann sagen wir ihr es einfach nicht. In Ordnung? Komm, zuerst müssen wir trocken werden. Puh. Suche Hilfe. Amicia, was wollen die von uns? Tja. Ich weiß es nicht. Ich will im Moment nicht darüber nachdenken. Das wüsste ich auch gerne. Uns zu Mama und Papa zu bringen. Ja, natürlich. Okay. Aber wir sollen ja erstmal Hilfe finden hier.
Okay. Meine Güte. Da ist ein Pferdchen da vorne. Ich gehe erstmal hier hinten gucken. Okay, Steine habe ich noch. Hier sind Enten. Oh, Äpfel. Hugo, jetzt nicht. Aber nicht anfassen. Die sind alle verdorben. Aber ich habe Hunger. Wie kannst du jetzt ans Essen denken? Tja, das ist eine gute Frage. Vielleicht müssen wir doch erstmal zu dem Pferdchen gehen, weil ich denke mal, dass es hier weitergehen wird. Hier ist nichts. Okay, wir gucken uns nochmal das Pferdchen an. Mal sehen, ob wir da auch irgendetwas machen können. Tja, hier ist kein Mensch mehr. Aber warum ist hier keiner mehr? Haben die Fremden das hier auch alles überrannt und jeden getötet? Die sind ganz schön groß. Die tun dir nichts. Was sind das für Geräusche? Sind die krank? Sie fauchen bloß. Komm, wir müssen weiter. Die fauchen bloß, na gut. Okay. Hier gibt es wahrscheinlich an jeder Ecke irgendetwas zu erkunden. Und jeder... Rauch, da müssen eine Menge Leute sein. Okay. Also, ob das so gut ist, dass wir da jetzt hingehen... Hier geht's nirgendwo weiter. Verzeihung, bitte wartet doch, Madame. Was haben Sie denn nur? Die waren ängstlich. Die hauen alle ab. Verzeiht, ich bin die Tochter von Senior Robert de Ruhn. Wir wurden angegriffen. Wir brauchen Hilfe. Bitte, es ist so kalt. Tja, hier wird uns keiner helfen, so wie es aussieht. Was ist denn hier nur los? Ist hier jemand? Wir brauchen Hilfe! Es macht niemand auf. Was ist nur los mit ihnen? Tja, die wollen alle nicht, dass wir Hilfe bekommen. Okay. Bitte, so helft uns doch! Geht weg! Ihr seid hier nicht willkommen! Aber ich bin die Tochter eures Herrn! Tja, ich glaube, hier gibt es keinen Herrn mehr. Vielleicht wissen die schon, was passiert ist. Ich kann es nicht glauben. Sie verstecken sich. Wir haben zu lange gewartet. Ich sagte dir doch, wir müssen weg. Und wo sollen wir hin? Da ist jemand. Wir kommen zurück, wenn alles vorbei ist. Wir sind alle tot, bevor das... Sieh mal, da hat jemand was auf die Türen gemalt. Komm zurück, das bedeutet, dass sich in diesen Häusern Kranke befinden. Du darfst nichts anfassen. Oh. Sie dürfen nicht nach draußen. Die Sache ist viel ernster. Wir könnten uns anstecken. Also lauf nicht überall herum. Ist gut, tut mir leid. Oh mein Gott. Wir sind aber ziemlich viel Tote. Xer. Amicia, gehören die Äpfel an den Bäumen allen? Ja. Warte mal, wir können uns doch wahrscheinlich hier einen nehmen, oder? Entstehen. Ja. Oh, danke. Hast du wenigstens was zu essen, mein Kleiner? Komm, wir müssen aber weiter. Okay, du kannst immerhin noch deinen Apfel essen. Das Dorf ist verseucht. Darum verstecken sich alle. Boah. Hier riecht's nach Gegrillten. Gibt's hier ein Fest? Hört sich nicht nach einem Fest an. Nicht wirklich, ne? Mein Gott. Oh oh. Verbrennung von Menschen. Mittelalter. Tja, das Mittelalter war wirklich schrecklich. Ich flehe euch an. Holt Hilfe. Ich will verdammt sein. Da ist der Rest von ihnen. Was? Nein, wartet. Wir suchen nur nach jemandem. Und ihr habt ihn gefunden. Eure verdammte Musik hat das dreckige Ungeziefer herausgelockt, das unsere Kirche überrannt hat. Das Geschmeiß, das unsere Kinder angegriffen und ihnen das schwarze Übel gegeben hat. Jetzt steht ihr Konrad Malfort gegenüber. Und ich sage euch, das ist das letzte Dorf, das ihr infiziert. Amicia! Komm schon! Wen sollen wir denn infizieren? Lauf, Hugo! Wir infizieren doch niemanden. Oh, shit! Aber warum sind sie so wütend? Wollen sie uns auch verbrennen? Keine Ahnung. Oh. Shit.
Unser erster Tod, ne? Oh Mann. Wird das hier Try and Error? Mein Gott. So, überspringen. Na, dann wollen wir mal. Was ist los, Amicia? Lauf einfach! Okay, wir müssen weg. Wollen sie uns auch verbrennen? Ich weiß nicht, ob die uns verbrennen wollen, aber wir müssen definitiv erstmal weg hier. Wir müssen uns verstecken, Amicia. Hier, los, rein da, schnell! Okay. Gut. Puh. Hier ist alles ruhig. Mein er wird uns bemerken. Gott. Rühr dich nicht. Warten, bis warte. Sie sich zeigen. Dann schnapp ich sie mir. Kann man den hier ablenken? Was für ein Geräusch. Okay, du kommst jetzt definitiv hier runter und wir müssen definitiv da hoch. Okay. Erst mal gucken, damit wir uns hier lang schleichen können. Komm. Okay. Gut, du schaust dir das erstmal an. Und wir gehen einfach hier weiter. Fast geschafft. Dem haben wir es gezeigt. Tja, aber wir werden noch andere kommen. Ach, nicht da lang. Okay, wir müssen weg. Komm, lauf so schnell du kannst. Okay. Ich beeile mich. Da, die Mauer. Komm schon hier rüber. Schnell, schnell. Okay. Wir hätten nicht herkommen dürfen. Warum tun sie das? Sie glauben, dass wir das Böse hergebracht haben. Wir müssen hier irgendwie raus. Okay, Karren schieben. Also das kriegen wir hin. Vielleicht kann ich mir da sogar noch ein paar Steine mitnehmen, die dort rechts liegen. Gut, so. Jetzt können wir raufklettern. Nee, wir sind voll. Okay. Wir klettern da hoch. Wir müssen auf jeden Fall weg hier, sonst kriegen wir es noch mit denen zu tun. Oh, einmal hier nach oben kommen. Puh. Müssen wir da hochkommen noch irgendwie. Aber wie? Die Kette sieht nicht sehr stabil aus. Aber das ist ganz schön laut, oder? Hast du eine bessere Idee? Okay, das hat geklappt. Ich füll nochmal meine Steine auf hier. Hilf mir beim Schieben. Na gut. Okay. Komm schon, komm schon, komm schon. Hoffentlich schaffen wir das. Ist ganz schön schwer hier. Okay, gut. Einmal nach oben, komm. Wir müssen immer noch weg hier. Komm schon, Hugo. Gut, okay. Wir haben es geschafft. Wo jetzt hin? Wir können jetzt weg, oder? Wenn sie uns nicht erneut finden. Aber du hast deine Schleuder. Du kannst uns beschützen. Tja. So einfach ist das nicht, Hugo. Das stimmt. So einfach ist das nicht. Oh. Sieht nicht sicher aus, Amicia. Komm schon, komm schon, komm schon. Sie wird nicht halten. Nein. Hab ich doch gesagt. Hugo, wo willst du hin? Lass mich hier nicht zurück. Amicia, komm her, auf diese Seite. Ja, und jetzt? Wo bist du ja? Ich hab was zum Aufklettern gefunden. Na, dann mach mal hin. Ich werde sie herunterholen. Pass auf. Okay. So, jetzt musst du das nur noch irgendwie hier zu mir geschoben kriegen, ne? Na los, was ist das denn hier? Steine noch. Okay. Noch kommt keiner. Hier. Gut gemacht. Okay, komm, 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 komm. Tut mir leid wegen der Leiter. Mein Fehler. Das ist egal, du kannst gar nichts dafür, Hugo. Das geht nicht. Nicht ohne Laurentius. So, da lang. Oder da lang. Wo geht's Amicia, jetzt weiter? Und? Wo zum Teufel sind sie? Konrad, wir haben das Gebiet umstellt. Vor ein paar Minuten waren sie noch hier. Ihr beiden wollt das gesamte Gebiet umstellt haben? Schert euch fort! Ruf okay, wir müssen hier drüben lang. Wenn ich die Belger erwische, werde ich sie stecken. Konrad hat nach dem Tod seines Kindes den Verstand verloren.
Wir müssen Unschuldige verbrennen. Hast du das Geräusch da drüben gehört? Ich sehe mal nach. Mach keine Dummheiten. Warum geht denn der andere da nicht hin? Das klappt nicht, 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 das klappt nicht. Puh. Okay, das klappt vielleicht doch. Wir müssen da durch. Verstehe ich nicht. Okay, lass uns mal weitergehen, Hugo. Machst mal definitiv. Nein, nicht schon wieder. Ah, das gibt's nicht. Tja, wir müssen irgendwo hin. Okay, dort vorne kommen wir rein. Komm schon, mach auf, mach auf, mach auf, mach auf. Ich versuch's ja. Das hält sie nicht lange auf. Schnell, schnell. Sie wissen, wir sind hier. Wir müssen aber trotzdem weg hier, Hugo. Nein, sie klemmt. Durchs Fenster? Komm schon, beeile dich. Lass doch das Brett sein. Ich versuche. Beeil dich. Schnell, Hugo, bitte. Hugo, er ist hier. Hugo, tu doch was. Oh shit, oh shit. Lass mich raus. Okay, okay. Ich kann nicht mehr, Amicia. Wir müssen weg hier, Hugo. Du musst durchhalten. Ja, du musst noch ein kleines Stück durchhalten. Oh, hoffentlich kommen wir da durch. Oh, das sieht nicht gut aus. Wir gehen hier lang. Kommen wir hier rein. Oh! Okay, gut. Puh. Danke, alte Frau, dass du uns gerettet hast. Diesen Viertel wütet die Seuche besonders schlimm. Wo sind sie? Wir sagen Konrad, wir haben sie verloren. Ich bleib nicht hier. Hier seid ihr sicher. Sicher? Wir werden sie niemals nach euch suchen. Okay. Ihr seid ja nass bis auf die Knochen. Oben habe ich frische Kleidung für euch. In einer Truhe im Schlafzimmer. Seid ihr sicher? Vielen Dank. Entkomme den Dorfbewohnern. Nimm die Kleidung aus der Truhe im oberen Stockwerk. Okay, ich würde sagen, wir ziehen uns erstmal um. Das ist besser. Und bei dir? Wir müssen Mama finden, Amicia. Nein, noch nicht. Erst müssen wir zu Laurentius. Das ist dumm. Sie werden uns fangen. Hugo, wir tun, was sie uns gesagt hat. Hörst du? Hugo, warte. Ach, Mann. Okay, gut. Und was mit Hugo ist und ob wir ihn überzeugen können und was die alte Frau zu sagen hat, werden wir im nächsten Part erfahren. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Beziehungsweise ein Kommentar oder eine Bewertung. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Basti. Tschüssi.